Hey, Matteo. Wie geht's, Kumpel? Besser. Es geht mir besser. Mir ist nicht mehr so schwindelig. Wartet, ich setz mich auf. Matteo, hey, langsam, ganz ruhig. So ist gut. Keine Ahnung, was mit mir ist. Mein Blutdruck ist bestimmt etwas niedrig. Könntet ihr mir bitte mein Handy rübergeben? Klar. Ja. Willst du Wasser? Ja, ja bitte. Wo hast du es denn gelassen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer hat es denn hergebracht? Naja, könnte Luna gewesen sein, oder? War sie hier? Ich habe geschlafen und sie nicht gesehen. Hoffentlich hat sie das Video angesehen. Es ist wichtig, dass sie die Wahrheit erfährt. Ja, auf jeden Fall. Aber Matteo, hör zu, mach dir nicht zu viel Gedanken. Kümmer dich erstmal darum, gesund zu werden. Und dann kannst du ja mit ihr reden. Am besten gehst du zu ihr nach Hause. Aber vorzugsweise benutzt du die Tür. Und was geht sonst so? Habt ihr mit den Produzenten wegen der Show geredet? Also, wir... Also, was ist? Habt ihr mit ihm gesprochen oder nicht? Nein, doch, wir haben mit ihm geredet und... er meinte, er hätte viel zu tun und meldet sich später. Also alles perfekt, mach dir keine Sorgen. Hoffentlich können sie den Termin verschieben, denn... das ist eine große und wichtige Chance für mich. Mega wichtig. Verzeihung. Na, endlich. Dich zu finden war gar nicht so leicht. Drei Zimmer habe ich schon abgeklappert. Was tust du hier, Ramiro? Wie, was tue ich hier? Ich wollte sehen, wie es Matteo geht, sonst nichts. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, im Ernst, Ramiro, was soll das? Du hast hier nichts verloren. Haben dich die Red Sharks geschickt? Hey, es reicht. Hören wir uns an, was der sagen will. Hallo. Hallo, Balzano. Jungs, hört zu. Ich weiß, dass wir uns dummerweise etwas entfremdet haben. Aber ich glaube, wir sollten auseinanderhalten, was privat ist und was auf der Bahn passiert. Wir waren Freunde in der Schule und wir sind lange für dasselbe Team gelaufen. Und nur weil wir das nicht mehr tun, heißt das noch lange nicht, dass ich mich nicht um dich sorge oder dass ich nicht will, dass es dir gut geht. Also für mich bist du ein Freund, Balzano. Mir geht's gut. Ich fühle mich besser. Danke, dass du gekommen bist. Ist doch logisch.